Nachhaltige Abfallwirtschaft. Wir wissen alle nicht genau, was das ist. Wir arbeiten daran. Das Besondere an dem Seminar ist, dass die Studierenden untersuchen, wo fallen welche Abfälle auf dem Campus ein. Dass sie verstehen, dass Abfallvermeidung nicht beim Abfall anfängt, obwohl das Wort so heißt, sondern beim Produkt. Das sind so Themen, die wir also auf der methodischen Seite, dass wir versuchen, eigentlich die Naturwissenschaften, ein bisschen die Technik und Wirtschafts- und Sozialwissenschaften am Schluss in einem Fach zu vereinen, was schwierig ist. Aber glücklicherweise da wiederum bringen die Studierenden eben die Voraussetzung mit, sich in vieles einarbeiten zu können. Wie kann man die Kommilitoninnen auch dazu bewegen, die Abfälle zu trennen? Das heißt, wenn man weiß, welche Stoffströme entstehen, kann man auch mit anderen Kolleginnen in den anderen Seminaren Anregungen erarbeiten, um die Studierenden dahin zu bewegen, alles ordentlich zu trennen, dass man auch alles ordentlich verwerten kann.